Ich wünsche euch einen wunderschönen, schaurigen Tag und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Ihr wisst alle hoffentlich Bescheid. Heute kümmern wir uns darum, alle Boos zu sammeln. Und ihr seht bestimmt schon an der Videolänge hier unten, dass das Ganze vermutlich eine Weile dauern wird. Deswegen holt euch vielleicht noch was zu essen, drückt kurz Pause und genießt das hier. Vielleicht beim Aufräumen, einfach um irgendwie was im Hintergrund laufen zu lassen. Keine Ahnung, vielleicht guckt ihr das auch als Tutorial. Man weiß es nicht. So, anhand dieses Sounds, also dieser riesengroßen Orgel, die hier irgendwo stehen muss, aber unsichtbar ist, ich weiß auch nicht so ganz, scheint es hier drinnen einen Buhu zu geben. Und naja, Luigi, Kollege hier, vibriert. Dadurch mein Controller auch. Der vibriert auch da drinnen, das seht ihr an dem Bläschen. Und je nachdem, wo die Vibration halt am stärksten ist, wird sich der Buhu befinden. Hier wird schon mal schwächer. Der muss schon irgendwo hier links sein. Also spontan würde ich sagen, hier drinne. Wenn das falsch ist, wird der Buhu sich erneut verstecken. Das ist nicht so schön. Deswegen hoffen wir, dass er hier ist. Ohohoho. Ich bin Ubu. Zu dumm, dass du mich gefunden hast. Ja, eigentlich nicht. Kollege steht nämlich hier rum und tut gar nichts. Eins, zwei... Schön hier Spam, 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 Spam. Ah, fast direkt schon im ersten Versuch. Ich glaube, das ist nämlich sogar auch ein Achievement. Einfach hier ein bisschen im Kreis drehen. Man findet sie direkt. Das hier ist auch schon der erste. Schönen guten Tag noch. Wundervoll. Wenn wir direkt in den zweiten Keller gehen, und zwar in dieses Wasserwerkmäßige. Und wir schauen uns da mal um. Laut Zeugenaussagen befindet sich der nächste Buu, also halt der hier unten, in diesem riesengroßen Bossraum weiter unten. Ja, ich glaube das jetzt einfach mal. Komm, ein Punkt noch und weg mit dir. Ich würde sagen, wir laufen da mal hin. By the way, einfach zwischendurch, während ich gerade Das ist weird, weil, also, obviously habe ich hier Internet offen und die sagen mir, ja, ist woanders. Aber der ist scheinbar hier. Ja, aber die Frage ist jetzt, wo? Hier? Also hier vibriert es extrem stark. Ich mach das hier mal. Ja. Brennbu. Weird. Egal. Steht hier hinten der Kollege. Nein, obviously habe ich im Internet geschaut, wo sich die alle befinden. Weil die jetzt auch noch nebenbei zu suchen, das würde einfach die Länge dieses Videos komplett sprengen. Aber, actually, das Internet lügt einfach. Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Weil das Internet sagt in diesem großen Raum, wo der Bosskampf auch war. Weird. Aber ja gut, dann lass uns direkt zurücksteppen in die nächste Etage. Und ich hoffe, dass das Game jetzt nicht einfach crasht. Nicht das Game. Die Aufnahme. Ist einfach OBS, ist einfach zugegangen. Auch strong. Passiert. Der nächste soll sich hier in diesem riesen Raum befinden. Macht Sinn, denn die Musik hat direkt angefangen, als ich das hier betreten habe. Okay, hier wird es auf jeden Fall schwächer. Auf jeden Fall weiter rechts. Ja. Nee, es wird wieder schwächer. Hier ist stärker. In die Richtung. Och, es sagt nicht in einer der Kisten. Nee, hier nicht. Nee. Das ist schon sehr stark, aber hier ist stärker. Aber hier sind halt auch noch mehrere Kisten. Ist es die hier? Ja, die, also hier schon. Krasse Explosion. Die Kisten kann man gar nicht usen? Ach so. Oh. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, man könnte die Kisten aufmachen. Ja, dann safe hier drinne.
Nein? Ah, da hinten. Aber da, da vorne war es leichter als weiter hinten. Ich bin buchstabier. Mit mir kannst du nichts... Weiß ich nicht was. Ja, er wird halt immer noch hier drin sein. Das ist halt sad. Okay. Ich habe jetzt tatsächlich eine andere Website rausgesucht, die mir einfach nur sagt, in welchem Raum die sind. Und obviously sind die hier. Also, ist er hier. Wegen der Musik. Oh, oh, hier ist es damn stark. Ich vermute hier drinne. Let's go. Und diese blöden Fledermäuse. Geh doch mal. Geh doch weg jetzt. Und hier machen wir mal ein bisschen Scanner. Da befindet er sich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, wie auch immer. Hier ist er. Und dann wünsche ich noch einen recht angenehmen Tag in meinem Staubsauger. Ich scroll mal ein Stück weiter runter. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, welcher Raum das ist. Also wir müssen einfach nur mal die Treppe hoch und dann müsste der Raum da oben sein. Ah, das Zimmer von Willkommann ist das, glaube ich. Ich sehe hier halt nur ein Bild von dem Zimmer, aber halt nicht, wo der Buhu ist. Vielleicht hätte ich auch gucken sollen, wo die Buhus sind. Dann mache ich vielleicht nicht so viel falsch. Ist das hier das Zimmer oder das rechts? Nee, hier gab es doch die Düsterlampe. Müsste das hier sein, richtig? Ich weiß es nicht. Ah, wundervoll. Okay. Das Internet sagt es hier, aber ist nicht hier. Das ist auch schön. Wie veraltet ist diese Website? Hier ist es auch nicht. Nee, komm, dann lass das mit dem Internet. Wenn das Internet auch keine Ahnung hat, dann lauf halt straight up einfach den normalen Weg. Guten Tag. Zählt eigentlich der Gastronomiebereich auch dazu? Ja, oder? Natürlich ist dieselbe Ebene. Oh ja. Aber hier wird's auch schon eine Ecke krasser. Hallo? Oh, Scam. Bleib stehen. Hallo? Wieso schleudert Luigi so langsam? Ja, dann halt nicht. Tschüss. Hier wird's auf jeden Fall stärker. Ich glaube, hier in dem Zimmer. Ja. Nee, hier oben war stärker. Ich glaube hier. Ich glaube hier. Ja, let's go. Ich bin Luigi, die Nummer 1. Zumindest habe ich mit Abstand den schönsten Namen. Ja, natürlich hast du das. Da befindet er sich im wunderbaren Sofa. Hä? Hallo? Cursed. Wieder nur bis 7. Ich weiß aber, dass es ein Achievement ist, in einem Zug einen zu machen. Oh, Herzen brauche ich tatsächlich. Kaum zu glauben. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Das hier ist tatsächlich eine sehr produktive, aber ich vermute zum Zugucken eher eine langweilige Folge. Ich kann verstehen, wenn die Folge nicht so viel Klicks bekommt oder wenn ihr sie nicht so komplett anschaut. Aber wäre trotzdem schön, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Einfach... Könnt ihr ausmachen, aber trotzdem lasst den Like da. Oder lasst die Folge im Hintergrund laufen für die Watchtime. Das wäre auch zu lieb. Dankeschön. Auf Etage 3 geht es direkt weiter. Und hier vibriert es auch schon. Jetzt nicht mehr? Okay. Es wird vielleicht oben rechts sein. Och, jetzt sind hier auch noch Geister. Ich will euch nicht angreifen. Genießt doch euren entspannten Drink und... Wir lassen uns einfach gegenseitig in Ruhe. Das wäre auch echt schön. Ja, scheinbar nicht. Dann halt nicht. Ich habe euch die Wahl gelassen. Kann mir eigentlich jemand mal in den Kommentaren die Frage beantworten, warum manche Geister leuchten und andere nicht? Der hier leuchtet auch.
Aber der eine Pfad, der hat nicht geleuchtet. Skurril. Wir laufen jetzt mal nach hier rechts und hoffen, dass das Ganze hier wieder vibriert. Ja, auf jeden Fall hier oben. Im Bossraum? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Oh, ich glaube... Ist nur eine Vermutung. Befindet sich im Boss-Boss-Raum. Ah, hier wird's stärker. Ich glaube, es ist hier. Es wird nicht hier sein, aber was anderes kann ich sonst nicht anklicken. Ich stand davor. Ich konnte es nicht anklicken. Ich habe gesagt, dass es weiter rechts... Ja, das ist unfair. Ah, das ist mega unfair. Ich stand davor, es gab keinen Knopf zum X drücken. Hier? Oh, vermutlich unter mir. Es ist ganz skurril. Oh, jetzt läuft er ja noch die falsche Seite. Also, was heißt er? Ich. Nee, es ist außerhalb. Ja, es ist hier. What? Nee. Hier ist stärker. Hier ist viel... Das kannst du mir nicht erzählen. Ich merke doch, wie die Vibration stärker ist. Hä? Nintendo, kriegt doch eure Vibration in den Griff. Ja, dann laufen wir halt nochmal eine Runde. Ist doch gar kein Thema. Dann wird das halt eine Stundenaufnahme. Ob mich das stört? Nein. Och, nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Gar kein Bock auf euch. Ich hab das Gefühl, hier drinnen irgendwo. Es vibriert geisteskrank stark hier. Dankeschön, Kung Bu. Ich sehe den doch im Spiegel, hä? Das hat viel zu lang tatsächlich gedauert. Will ich mich beschweren? Eigentlich schon. Aber, also... Ich kann nichts dafür, wenn die Vibration halt nicht zu dem passt, was gesagt wird. Ja, das ist halt weird, aber das ist okay. Wir haben ihn jetzt ja, wir haben ihn jetzt ja. Zack. Zack, 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 zack. Wundervoll. Rein mit dir in meinen kleinen Staubsauger. Und wir steppen direkt zur nächsten Etage. Here we go. Ich vermute hier drinne. Nein? Also... Es macht halt gar keinen Sinn. Legit. Also guckt mal. Hier vibriert es. Geisteskrank. Aber wenn ich in diesen Raum gehe, dann nicht mehr. Was ist das denn? Vor der Tür stand ich gerade eben hier, hat es gerade gar nicht vibriert. Das Game ist ein bisschen buggy. No front. Okay, er scheint auf jeden Fall hier drin zu sein. Nur wo? Habe ich das Gefühl hier drinne? Ja, habe ich. Will ich nachgucken? Eigentlich nicht, weil ich weiß, dass er dann nicht hier sein wird. Boah, hier vibriert es ultra. Ja. Tada, ich bin DJ Boohoo. Hey, Boohoo. Auf ganz entspannter Basis taken wir ihn und werfen ihn in die Toilette. Ich finde, das ist das wichtig und sehr richtig. Ich krieg die nicht mal mehr bis auf 9 runter. Oder bis auf 7. Was hatten wir vor 7, glaube ich? Es ist auf einmal ganz weird. Hier ist was Unsichtbares. Das mich eigentlich gar nicht interessiert. Denn ich will nur DJ Boo-Boo. Das ist bestimmt so eine Anspielung an DJ Bobo, den man kennen muss. Ich ihn aber nicht kenne, mal wieder. Ich kenne ihn vom Namen her. keine Ahnung. Ach, lasst mich doch. Lasst mich doch.
geisteskrank, dass ich mal wieder seit 30 Minuten aufnehme und nichts erreicht habe. Kommen wir an den offiziellen Anfang vom Game. Ja, keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach diesen Gang entlang. Und da, wo es halt anfängt zu vibrieren, gehen wir rein. Gut, hier schon mal nicht. Ja, gehen wir halt ein bisschen weiter. Vermutlich auf der anderen Seite. Wie geht's euch heute so? Hattet ihr heute. Weil ihr könnt ja mal so ein bisschen, ihr könnt ja mal ein bisschen in die Kommentare so schreiben. Was hattet ihr heute zum Frühstück? Hattet ihr heute überhaupt Frühstück? Keine Ahnung, habt ihr heute irgendwas Spannendes auf Arbeit oder in der Schule erlebt? Man weiß es nicht. Soll ja alles vorkommen. Ja, hier wird's auf jeden Fall stärker. Okay, hier dann nicht mehr. Ich vermute mal die Tür. Aber es kann auch die andere sein. Natürlich hört die Vibration auf, weil ich durch eine Tür gehe. Sorry. Dann würde es auf jeden Fall hier durchgehen. Und die Musik tritt ein. Ist das nicht ein Nachttisch? Ja. Das kann nicht sein. Ich stand da. Es kann doch nicht sein, dass es weiter hinten mehr... Das ist halt so weird. Ja, wir suchen mal weiter. Warum denn nicht? Macht ja Spaß. Nämlich stört es tatsächlich extrem. Dass das so verbuggt ist. Das kannst du keinem erzählen. Wenn ihr wüsstet, wie es hier gerade vor der Tür vibriert, würdet ihr da auch durchgehen. Hier vibriert es stärker. Sorry. Ey, hier vibriert es gar nicht. Also sorry, aber hier drüben. Hier muss hier sein. Dankeschön. Wuff, wuff, ich bin die Bulldogge. Das ist schön für dich. Oh, first try. Komm in meinen sehr, sehr warmen Staubsauger. Hallo. Ey, ich kann gar nichts mehr. Ich mache nichts anderes, außer im richtigen Moment A drücken. Schon die ganze Zeit. Ist ja egal. So, da haben wir auch den nächsten Buhu in unserer Tasche. Im Spukschloss geht es weiter. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier eine Weile brauchen werden, den Buhu zu finden. Weil das ja mitunter eines der größten Stages ist, oder nicht? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wobei es vibriert jetzt schon ziemlich stark. Vielleicht finden wir es jetzt auch schon direkt in diesem Raum. Ja, tatsächlich. Oh, in einem der Rüstungen. In der hier. Let's go. Mein Name ist Ritter Buhu. Lass uns ein ehrenhaftes Duell bestreiten. Dann lass uns das doch tun. Komm in meinen Trichter hinein. Oh, sogar auf 6 runter. Ja, schön den Rekord. Wir haben auch 45.000 Gold, Geld, wie auch immer. Ist das viel? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und vor allem, Guys, wenn ihr den Endboss nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr den nämlich nicht, weil ihr dann tatsächlich auch straight up benachrichtigt werdet. Yeah. Ist das nicht schön? Hier ist das Öko-Haus mit dem Öko-Stuff. Hier gibt es Pflanzen so viel wie Eis am Stiel. Wir sind so am Bouncen und Katzen in der Umgebung am Mouncen. Yeah. Der Cringe ist by the way real. Ach, Mann. Oh, und ich muss jetzt herausfinden, wo es natürlich am meisten vibriert. Ich finde es schön, dass wir nochmal so ein bisschen die ganzen Stages erkunden können. Auch wenn, wie ihr wisst, das Öko-Haus mein least favorite von allen ist.
Weil ich das halt einfach nicht fühle. Entweder hier oder einen Raum weiter. Hier? Okay. Ja. Dahinter ist nur eine Kiste. Ja. Ja. Hier drin auf jeden Fall. Ja. Hallo, mein Name ist Botaniker. Sind diese Wortwitze nicht übelst lustig? Die Wortwitze könnten eigentlich von mir kommen. Also no joke, mein Humor ist in letzter Zeit so niveaulos geworden. Das ist schon unfassbar. Reden wir nicht drüber. Falls ihr mehr von meinem lustigen Humor sehen wollt, schaut euch die newer Videos an. Das ist geisteskrank. Ach ja. Keine Ahnung, das Video hat irgendwie, glaube ich, zum Zuschauen gar nicht so diesen Unterhaltungsfaktor. Ich hoffe, ihr schaut euch das trotzdem an. Ich glaube, das Video wird einfach untergehen. Das wird so einen Klick haben nachher. Ich glaube, das Video wird safe untergehen, weil das halt einfach... Was hat das für einen Mehrwert? Ich laufe rum und das war's halt auch so. Auf jeden Fall eines der cooleren Gebiete ist das Filmstudio. Ist ja sogar, glaube ich, mein Favorite. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich sag jetzt, das ist mein Favorite. So, das gilt jetzt. Fertig. Ich vermute mal hier drinnen. Oh, stimmt. Waren wir schon bei Morty? Weiß es gar nicht. Guten Tag. Denn Morty hat tatsächlich... wenn wir mit ihm reden. Endlich, mein Meisterwerk ist fertig. Ein Fest für Freunde von rasanter Action. Ich weiß nicht, ob wir das schon angeguckt haben, aber auf jeden Fall hier gibt es nochmal einen wunderbaren kleinen Kurzfilm, den wir uns nochmal kurz noch geben. Das ist schon strong, oder? Die Sache ist, für die 100% müssten wir ihn einsaugen, aber safe nicht. Das lasse ich so. Der Kollege war zu nett. Ich finde, das kann man so, also... Finde ich, da jetzt noch was zu machen, wäre schon fies. Ist er hier? Nein. Wir suchen natürlich nur den Boohoo. Morty lassen wir natürlich leben. Also, wer ihn einsaugt, der hat einfach kein Herz. Er wird hier sein. Nein? Ich find's funny, wie ich vor den Türen stehe. Es vibriert, ich gehe durch die Tür, es vibriert nicht mehr. Wie? Es vibriert nicht mehr. Hä? Wie geht's einfach in jede Tür einmal rein? Wird schon die richtige dabei sein. Nein? Also abgesehen davon, dass es mittlerweile schon aufgehört hat zu vibrieren. Ach so! Ach so, nein, nein, natürlich. Nein, ist klar. Nein. 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 Die Frage, die ich mir halt immer stellen muss, ist, macht es Sinn, wo er ist? Hier vibriert es stärker. Let's go. Haha, ich bin der Boodooser. Das ist,
kommt vom Producer. Ja. Lustig. Wie ich das so richtig trocken sage, es tut mir leid. Ich versuche mich ja lustig zu fassen. Aber ich bin jetzt schon seit 40 Minuten hier, 45 Minuten in der Aufnahme. Und es ist echt anstrengend, wenn das halt irgendwie nichts Abwechslungsreiches ist. Ich weiß, bei newer Videos nehme ich auch 80 Minuten auf und bin danach noch total energiegeladen. Aber die sind halt auch, da ist halt auch ein bisschen so innovativ. Das bockt auch nie, ist halt, ich kenne halt die ganzen Stages schon, deswegen, ja. Ist egal, wir holen straight up das nächste. Junge, du hast so eine riesen Tonangel und dann war der Sound in deinem Video so schlecht. Das geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Im Museum geht es direkt schon los. Wir kommen aus dem Aufzug raus und komplette Musikeskalation. Ich kann es legit gar nicht einschätzen. Zählt das hier auch als ein Raum? Natürlich. Hier wird's stärker. Eines der Gemälde, oder? Nein, safe nicht. Das schon mehr. Das auch nicht gerade wenig. Ja. Das ist auch schon krass. Das hier ist komplette Eskalation. Ja, das hier. Let's go. Brr, mein Name ist Buralt. Aber ich täusche dich nicht. Aber täusch dich nicht, ich bin fit wie ein Jungspund. Jungspund ist so ein Wort, das sagen auch nur Leute, die mindestens schon 80 sind, oder? Und ich, weil ich unlustig bin, natürlich. Aber gibt es Leute, die dieses Wort wirklich ernsthaft benutzen? Außer halt ältere Leute? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Damit ist auch er hinfort gezündet. Ja. Wunderbar. Nächste Stage. Und rein da. So, in Pyramidia geht es nicht direkt los, dass es anfängt zu vibrieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hier oben oder unten. Guten Tag. Einfach weiter schlafen. Ja? Wundervoll. Einfach weiterarbeiten. Nee, ist gar kein Problem. Ja, ist auf jeden Fall unten. Dann runter mit uns. Hui! Ja, ist auf jeden Fall hier irgendwo. Wir gehen einfach mal hier rein. Hier vibriert es. Direkt gefunden. Oh mein Gott. Er wird in einem dieser Töpfe sein, habe ich recht? Ja. Der vibriert schon sehr stark. Nee, aber es geht mehr in diese Richtung hier. Habe ich das Gefühl. Der hier ist es nicht. Es ist der hier. Es ist der da vorne. Ja, cool. Ich bin Gruft, buh. Vielleicht bin ich auch nur eine Fata Morgana. Du bist nicht lustig, Kollege. Okay, wir schauen uns direkt woanders mal um. Wir gehen das Ganze hier einfach entspannt an. Hier. Das ist geisteskrank, ja. Ja. Er wird mich uralt aussehen lassen. Das ist ja schön für ihn. Dann mach das doch, während ich dich in meinen Staubsauger sauge. Ich finde diesen Nebeleffekt mega krass. Also no joke, der Nebel sieht ja mal so gut aus. Zack. Hin. Fort. Mit dir. Wunderbar. Und wir schauen uns direkt in der nächsten Stage um.
In Fake Hogwarts geht es direkt weiter. Oh, ein Herz habe ich nötig. Da sind die ganze Zeit Geister am Aufzug, die dich halt davon abhalten wollen, die Stage zu leaven. Aber funny story, ich lief halt trotzdem. Ja, cool. So, wir schauen uns jetzt erstmal hier um und hoffen, dass hier was Spannendes mitzunehmen gibt. Bis jetzt nicht. Ich würde einfach mal diese Runde machen. By the way, jemand hat was Wunderbares in die Kommentare geschrieben. Irgendwie kann man hier die Scheinwerfer drehen. Und dann bekommt man tatsächlich zwei Geldgeister. Nur ich weiß nicht, wie man die Scheinwerfer dreht. Der Tisch. Let's go. Und wenn wir uns jetzt da reinstellen, da passiert was. Wie genial. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der den Kommentar geschrieben hat. Aber ey, vielen, vielen Dank. Die Geldgeister nehme ich super gerne mit. Man kann nie genug Geld haben. Timing ist scheinbar auch nicht so on top heute. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, komm. Erstmal das Geld. Erstmal das Geld. Das despawnt sonst. Stopp! Halt, halt, halt. Kollege. Dein Geld möchte ich. Dankeschön. Wer auch immer das geschrieben hat, ey, super lieb von dir. Vielen, vielen Dank. So, aber... ich würde sagen, wir suchen mal weiter nach dem Buhu. Oh ja. Auf jeden Fall hier. Mhm. Nur wo? Ja. Ich kann halt mit nichts hier interagieren, außer hiermit. Oder? Ja. Das ist der Zauberer, der denkt, er wäre jetzt krasser als seine ganzen Kollegen in den letzten 10 Etagen. Hä? Er ist einfach despawned. Was ein Scam. So, ihn nehmen wir natürlich mit. Boah, das war wieder krasser. Da war wieder ein bisschen mehr drin. Ich sehe doch deine Spur wegen des Nebels. Ohne den Nebel wäre es schwieriger gewesen. Aber die Buhus sind sowieso meiner Meinung nach komplett geschenkt und auch unnötig. Also wenn ihr überlegt, die Buhus im zweiten Teil waren halt in jeder Mission einer. Aber halt später hatten sie A, mehr Leben und B, haben sie sich auch dann Gehilfen geholt zu den Kämpfen dazu. Was sie halt nochmal interessanter gemacht hat. Hier leider nicht der Fall, bisschen schade, aber nicht weiter schlimm. Ich glaube, wir sollten uns einen Drink hier an der Strandbar gönnen. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen tiefer in das Geschehen hinein. Mal schauen. Vermutlich... ja, wahrscheinlich draußen. Also, was heißt draußen? Wir sind ja immer noch in dem Hotel. Hier gibt es keinen draußen oder drin. Naja, auf jeden Fall. Hier fängt es schon an zu vibrieren. Das hier ist ja auch theoretisch drinne in diesem Hotel. Hä? Zählt das Schiff nochmal als Room? Ich hoffe. Es ist ganz weird. Sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe. Oh, oder das hier oben zählt nochmal als Raum. Das könnte natürlich sein. Ja, hier wird es stärker. Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn, dass hier keine Dings läuft, keine Musik. Ich weiß auch nicht, wo es jetzt stärker ist. Hier oder doch hier oben? Wir sollten vielleicht irgendwann mal was machen.
Nee. Das ist weird. Ich vermute hier vielleicht noch. Nee, das ist nur eine Schatzkarte. Das ist ganz skurril, es vibriert. Es vibriert auch unterschiedlich. Aber die Sounds fehlen. Ja, Luigi, einfach mal wieder kurz hochklettern, natürlich. Ich versuch's mal hier rechts, links. Vielleicht zählt das ja als Raum. Ja, hier wird es way stärker. Ja. Hallo? Nee, hier wird's schwächer. Ich glaube, hier irgendwie in so einem Fass. Echt jetzt? Wo war die Orgel? Was? Ein Bug? Ach so, jetzt kommt sie. Ein bisschen spät, hätte ich gesagt. So. Komm, rein da jetzt. Da drin ist es warm und du kannst zu deinen anderen 200 Freunden, die ich schon aufgegessen, ich meine aufgesaugt habe. Kann man Geister essen? Stelle ich mal wieder unnötige Fragen, die man nicht beantworten kann? Wenn jemand von euch so Physikzeugs Ahnung hat, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob man Geister essen könnte. Oder ob die halt, weil sie durchlässig sind, einfach keine Konsistenz haben. Keine Ahnung, wie man das nennt. Hier im Fitnessbereich geht es direkt weiter. Und wir schauen uns wieder um. Bis jetzt noch nichts. Das ändert sich aber jetzt. Das ändert sich aber jetzt. Nur auf Durchreise. Das ändert sich jetzt. Das ändert sich jetzt. Das ändert sich jetzt. Finde ich gut. Das heißt, hier im Bossraum befindet sich der Buhu, richtig? Ja. Die Frage ist, wo? Ist hier unten was? Oh, hier unten muss es sein. Nein? Ey, hier unten ist ja Explosion. Nee. Oh, mit Guigi vielleicht mal auf die andere Seite rüber. Ja, hier wird's direkt stärker. Das ist schon sehr krass hier. Ja, okay, ist ja gut. Hier drin auf jeden Fall. Hey, ich bin der Buhu, die Bilder. Du bist ja echt fit, hast du trainiert oder was? Nein. Sehe ich aus, als würde ich. Ich glaube, der ist hier unten. Ui! Boah, er hat mal angegriffen. Da bin ich sogar fast stolz auf ihn. Ja, das Geld nehme ich mit. Dankeschön. Hier unten irgendwo. Ja, okay. Komm in meinen Staubsauger. Da kann ich dich aufessen. Bumm. Let's go. In der Disco geht es auch schon wieder direkt vibrativ los. Ja, das ist jetzt ein Adjektiv. Fertig. Oh, hier hinten irgendwo. Hier? Hier. Ich glaube. Ah, okay, doch. Na, wie geht's? Ich bin der Musiker. Also, man hätte die Buhu-Kämpfe auf jeden Fall besser machen können.
meiner Meinung nach der größte Minuspunkt am Spiel. Und da die Buhus nur so einen kleinen Teil vom Spiel ausmachen, könnt ihr euch ja denken, was ich vom Rest des Spiels halte. Ist halt geisteskrank. Aber zum Fazit kommen wir dann bei den Credits. So, und damit haben wir auch alle Buhus. Denn in der 15. Etage gibt es nur noch einen Buhu. Und das ist König Buhu. Und der zählt als Endboss. Wunderbar. Guys, mit dieser epischen Musik hören wir auf. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um die nächste Folge, die finale Folge, nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.